Stimme halt noch ein bisschen weg ist, weil ich gestern erst vom Klassenfahrt wieder zurückgekommen bin. Und man sieht sich, ne? Und wir haben halt einen Rolls-Royce gefunden, ne? Der sieht richtig nice aus. Leider ist ein bisschen eng, weil hier steht ein Auto, da steht ein Auto, das ist ein bisschen blöd. Aber sonst sieht der richtig nice aus. Wir hatten halt vor, zu Rill und Schnork zu gehen. Hidden. Wie heißt Prada? Ja, wir gehen gleich zu Rill und Schnork. Es ist noch relativ früh. 10.30 Uhr? Ne, 9.30 Uhr. 10.30 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich bei Rill und Schnork wieder. So, Leute, wir haben einen Cayman GT4 gefunden. So sieht haben wir. So sieht der aus. This is my car, this is my beautiful. Alles klar, Justus. Da kann ich hier mal Rundgang machen. Doch, nimmst du. Subway ist geil. Und ja, das ist der Cayman GT4. Wir machen noch ein paar Bilder. Und dann gehen wir weiter. Und wir haben ein SLS AMG gefunden, ne? Nicht aus Berlin. JL und ja, meine Stimme ist so im Arsch. Ich verstehe nicht. Ja, das ist der SLS. Und ja, jetzt gehen wir nach vorne und gucken, was da so steht und dann zurück und Schnauk. Don't focus. SMS. Yeah. Make a picture from front of this boy. Du bist auf diesem Schneeblitz. Busbahnhof. Wir sind mit U-Bahn gefahren. Ah, scheiß drauf. Hey, Eska. Komm in meinen Vlog. Was? Ey, ich darf dir was sagen. Jo. Gönnt euch einfach Pokémon Go. Das ist das beste Spiel, was es gibt. Level 6 ist schon. Und überfett. Ja. Wir gehen jetzt zu Maschnock. Da sollen CDF stehen. Vielleicht werde ich euch den zeigen, wenn ich darf, vielleicht auch nicht. Ich darf euch nicht mehr so viel Rill und Schnork zeigen, weil die Besitzer das nicht so möchten. Und okay, wir werden vielleicht, darf ich irgendwas filmen? Und bis gleich. Wirklich. Sowas passieren. Tokyo Drift. Wie kann sowas passieren, Leute? Wie? Guck dir das mal an. Wie, Digga? Ey, guck mal, Matrix Automobile. Hey, guckt euch das mal von hier an. Guckt euch das mal an, Leute. Oh mein Gott. This is Lotte Pfeife. Ich darf das nicht filmen, Mann. Ich darf das nicht filmen. Auf jeden Fall. Das ist Lotte Pfeife. Mal gucken, was ich hier noch finde. Und? Boom. TDF, Leute. Und da ist noch ein TDF. PDF. Ja. Und Leute, dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich wieder. Obwohl, ich zeige euch noch, was hier so rumsteht. Also einmal ein BMW. Okay, keine Ahnung. Vielleicht sind wir jetzt hier in der Garage und hier steht ein 4-5-8. Wir wissen nicht, welches ist. Der Number Plate. No Number Plate. Doch. BAK. BAC. Ey, der kommt aus. Der kommt aus. Wir sind jetzt wieder draußen und da drin war es nicht so krass. Das einzige krasseste war eigentlich, um ehrlich zu sein, der Rolls-Royce auf Philipp Stradale. Der ist auch heftig. Nein, eigentlich nicht. Und dann denke ich mal, gehen wir gleich wieder. So, Leute, wir sind jetzt wieder am Kudamm hier in Berlin. Ja, wo sonst? Gerade kam 488 GTB Spider, Ferrari 488 Spider. Ey, der war mega nice, ist ja klar, ist ja 488. Und jetzt gehen wir wieder nach vorne mit Eska. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, hier ist einmal ein richtig geiler Bentley Bentayga. In einer richtig geilen Farbe. Den kennt man aber schon. Trotzdem mega nice. Bentley Bentayga, das Eska. Ja, das ist der Bentayga. Und dann. So, Leute, wir sind jetzt gerade hier, bleibt Treustraße. Und also hier hinten ist Schlüsselstraße. Und hier steht einfach mal 3 SS. Hier ist der erste, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Das ist der erste von den drei. Und hier ist
The second one. The white one, the white roadster. It's so a beautiful car, man. Ja, Leute, ich spreche Englisch, weil hinter mir ist Esker und der kommt halt. Der spricht halt nur Englisch. Ja, Leute, das ist. Und dann ist hier immer noch ein SES. Das ist geil. Das ist geil. So, Leute, nice. Alle da? Was geil. Servus. Er hat einen Diesel. Show me. Er hat einen Diesel. Die wieder. Oh, real? Oh, Digga. Digga. Oh, schön. Hi, Leute. So. Wir sind alle am Start, wir sind hier in Berlin, spotten jetzt. Tari kommt gleich. Und dann gucken wir mal, was wir sehen. Hier vor dem neuen Tesla Modell. Ja, genau, vor dem Modell X stehen wir jetzt. Nee, zu irgendeinem neuen Tesla Facelift. Du hast keine Ahnung, was das ist, Paul. Nö, weiß ich wirklich nicht. Aus der Schweiz. Leute, ich mach kurz weg, dann könnt ihr Bilder machen. Und der sieht auch wirklich mega nice aus. Ja, wenn man den wirklich tiefer legt, dann kann der richtig nice aussehen. Tesla Modell SP90D aus der Schweiz. Ja. Guck dir diesen überdimensionalen Bildschirm in der Mitte an. Boah, das kann man leider nicht sehen. Heftig. Heftig. So, Leute? Ja. Servus. Alter. 4x4. Digga, 4x4. Ich seh nur so. Ja. So 6x6. Oh mein Gott, Alter, Schock. Oh, ey, er ist so groß, ey, Finn. Guck mal hier, wenn man beim Raiden so daneben steht. Wo ist der? Lol. Leute, das ist wirklich der 4x4. Geil, Alter. Guck mal, hier, wenn Jesus daneben steht, guck dir das mal an. Ich bin übrigens so 1,60 oder so. Das ist so geil. Ja, das ist so krank. Ja. Und ja, Leute, das ist der 4x4. Der ist so riesig. Leute, der weiße Aventador SV war gerade nochmal da. Und ja, wir hatten ein Start-up und eine richtig harte Acceleration. Und wir gehen jetzt nach vorne. Richtig heftig. Ja. Ich will was Gelbes. Abonniert ihn. Und ja, dann würde ich sagen. Ey, ich fahr los, meine Yeezys. Ja, er hat sich Yeezys gekauft, ne? Du hast die Yeezys gekauft? Ja, hat er. Und mal gucken, ob wir vorne noch was sehen. Und dann bis gleich. So, Leute, der dritte Aventador, Leute, das war jetzt BNA, der macht schwarze. Lol, meine Füße. So, dann haben wir gerade noch ein Gallardo. Habt ihr auch einen Clip gerade gesehen mit der Acceleration? Jetzt fällt die C7 los, die rote. Bester Owner. Ja, da kommt er gleich. So Leute, was ist noch, wer gerade hier war? In seiner Pirelli Edition von Aventador. Das ist ein Nationalspieler. Jerome Boateng war gerade in seinem fucking Aventador Pirelli Edition da. Und wir drei Lappen hier haben ihn einfach verpasst. Und wir hoffen, dass er nicht wiederkommt, aber naja, wir hoffen mal aufs Beste. So Leute, ratet mal, wer da hinten steht. Boateng! Wir haben ihn genug gefunden, die Leute haben uns angeschrieben. Da steht er. Posse! Alter, das ist so geil, Mann. Und ja, vielleicht sehe ich ja Boateng, vielleicht kriege ich ja ein Video mit ihm drauf oder ein Foto. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das ist. Und da hinten, und da in dem Café, das Boateng. Wirklich, weil das ist so voll in den Augen von einem, Digga. Leute, das ist er. Das ist der Aventador BLS von Boateng. Das ist heftig. Boateng, Alter. Ich hoffe, wenn der gleich kommt, ich versuche wirklich mal ein Video oder ein Bild mit dem zu machen. Ey, stell euch mal vor, so Vlog mit Boateng, so ey. Continental Cars. Ey, Digga, wo ist denn Continental Cars? Continentalcars.de. Ja, okay, wir warten jetzt mal, bis er kommt und dann sehen wir uns gleich wieder.
ich gehe in einer halben Stunde wieder. Opfer. Ich hoffe, Boateng kommt bis dahin nicht. Steht noch ein SLR, ne? Ja. Boateng! Aber den SLR, das ist der weiße BA, den habe ich schon. Ich weiß, ja auch. Deswegen will das ich dann lieber fünf. Rallye Edition, die ich noch nicht habe. Resi-Pesi. Digga, und da in dem Café das Boateng. Du Lacker, Alter! Habt ihr ihn gesehen? Ja, er saß vorhin draußen, jetzt ist er reingegangen. Er hat uns sogar zugewunken. Also, und er so. Und Leute, ich hoffe, ich versuche es wirklich mit dem Vlog, dass der in meinen Vlog kommt oder so und irgendwas Geiles sagt. Ich hoffe mal, dass ich ein Foto mit ihm bekomme oder dass er in meinen Vlog kommt. Naja, wir sehen uns dann später. Was? So Leute, Boateng kommt jetzt ganz alleine gerade auf uns zu. Er kommt gerade, Digga. Alter, ey, er kommt ja gerade so. Ey, Digga, ne? Digga, es ist so krass. Es ist ja so richtig. Das ist der, Alter. So, Leute, ja. So eine Scheiße, Mann. Leute, es war Kevin, Prinz Boateng. Es war zwei nicht. Zwei Stunden umsonst. Wir standen da zwei Stunden. Wir standen da zwei Stunden. Und es ist einfach Kevin, Prinz Boateng. So eine Scheiße. Ja, Mann. Aber er hat mir gut auf Gas gedrückt. Das war das einzige in der Keule. Boah. Aber für zwei Stunden, ey. Für zwei Stunden nur auf Kevin Transport gehen wolltet. Okay, vielleicht sehen wir noch irgendwas Krasses und. Hoffentlich mal. Dann sehen wir uns dann. Dann wir sind noch cool und wir haben gerade uns von Instagram live upload gesehen von einem, weißen F12-CDF mit dem schwarzen Streifen. BGG2. Und. Letztes Mal stand der 3 Stunden. Der muss da irgendwie arbeiten oder so, auf jeden Fall. Ja. Der weiße F12-CDF BGG2. Und letztes Mal sind wir nicht hingefahren. Weil wir keinen Bock hatten zu fahren. Wir hätten ihn locker gesehen. Wir fahren jetzt einfach nochmal hin hier. Und wir hoffen, dass der da noch steht. Also. Friedrich, ist es. Letztes Mal stand der 3 Stunden. Das sind 3 Stationen mit S-Bahn. Und wenn der da steht, ich feiere das so. Wenn er nicht da steht, bringe ich dich um. Ja, nein, wenn nicht, ist es nicht schlimm, aber Hauptsache. Nein, das ist nicht, wenn wir 3 Stationen umbauen. Hauptsache, wir sehen irgendwas. Wir hoffen, dass er da steht. Wir sehen uns gleich wieder. Also, wir sind gerade ausgestiegen aus der S-Bahn und wir denken, also ich vermute mal, dass es da hinten ist. Also hinter dem Gebäude da. Und wir laufen da jetzt hin und hoffen wirklich mal, dass der S12-CDF da steht. Weil letztes Mal. Ey, ist ein geiles Hotel, man. Steht da irgendwas? Weil letztes Mal haben wir auch gedacht, bekommen, dass er da steht. Dann hatten wir beide so keinen Bock, weil es so mega heiß war. Und wir hätten ihn einfach locker gesehen. Wir fanden, ey, ist das ein M3 GTS? Nee, ne? Aber wir hoffen jetzt mal, dass er da wirklich steht. Und wenn er da steht, dann sie. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt gleich steht. Leute. Da stand der TDF, da wo der Mercedes steht. Wir sind genau an der Location, da wo der stand. Wir sind 3 Stationen mit S-Bahn gefahren, haben uns ein Ticket geholt für 1:30, ist jetzt nicht die Welle, aber wirklich, wir sind keine Ahnung. Aber der Aufwand dafür, haben Geld dafür ausgegeben und so. Und jetzt steht jetzt einfach nicht mehr, er ist weg. Warte, guck. Also, Leute. Guck mal, da das Gebäude da. Und jetzt? Wo ist jetzt gestinkt? Da. So. Dieses Gebäude mit den 3 Figuren und dem Dach. Seht ihr genau? Hinter dem. Wir haben da immer gesehen, die Sachen abpassen. Seht ihr das? Kommt euch das jetzt bekannt vor, Leute? Auf dem Bild, wenn ihr es gesehen habt. Hier stand der TDF. Das kann nicht sein, dass der jetzt einfach weg ist. Mann, diesen Aufwand dafür zu betreiben. Letztes Mal stand der 3 Stunden hier. Wir hatten es locker geschafft. Ich hatte keinen Bock, weil es so warm war. Und jetzt haben wir es wirklich gemacht. Justus schreibt, gelber Ferrari am Kudamm. Nicht am Kudamm. Ja, der Kenner. Ja, dann. Ist doch scheißegal, okay. Auf jeden Fall. Wenn ich fahren wir jetzt gleich wieder zum Kudamm zurück, schauen, was da so ist und mal gucken, ob wir noch was sehen. Ja, Leute, mein Kameraakku ist leer. Hier ist ein Banquet, Volante. Und mein Kameraakku ist einfach leer. Ja, lol, mein Kameraakku ist leider leer. Auf jeden Fall sind wir wieder am Kudamm.
und Posse! Ja, Mann, mein Akku ist leer. Jetzt kommen wieder voll krasse Sachen. Naja, ich denke mal. Du hast so verkackt, ne? Naja, ich denke mal, ich werde diesen Vlog jetzt hier beenden an dieser wunderschönen Kreuzung. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Ja, abonniert meinen zweiten Kanal, Kraft auf Holz Live. Link in der Beschreibung. Hab mein erstes Video hochgeladen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.